und willkommen zurück mit epischer Musik und, keine Ahnung, ein Brot in der Hand bei Minecraft. Yay. Warum erwähne ich das eigentlich die ganze Zeit, dass es hier Minecraft ist? Ich meine, man kann ja auch davon ausgehen, dass manche Leute Augen im Kopf haben. Und wenn schon im Titel steht Let's Play Minecraft, dann kann man eigentlich, also in der Regel, Minecraft erwarten. Ich meine, ich könnte ja mal das ganze Let's Play Minecraft nennen, dann Cube World reinmachen. Rede ich die ganze Aufnahme eigentlich über Cube World? Ich glaube, ich weiß es nicht. Könnte ja mal sein lassen. Na gut, ich habe jetzt eine halbe Stunde, also die ersten beiden Folgen, die ich hier aufgenommen habe, über Cube World geredet. Jetzt lasse ich das mal. Hier oben drauf kann man eigentlich coole Party feiern. Hey, ich hätte den Turm gerne in Real Life. Dann mache ich hier oben drauf übel die Party. So. Jetzt baue ich erstmal den kleinen Turm hier fertig. So, 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 so. Ja, und, boah, da hinten soll ja noch eine riesige fette Burg hin mit ganz, ganz vielen Türmen. Und kann ich hier ein Fenster reinmachen? Ja, hier kann ich doch ein Fenster reinmachen. Warum nicht, ne? Mein Stein! Hoppala. Nein! Mann. Mann, ich bin so doof. Warum denke ich überhaupt über das Verzaubern nach? Yay, 5 von 16 Leveln wieder. Oh Gott. Da fällt mir ein Stein runter. Ich will gucken, wohin der gefallen ist. Komm aus Versehen auf die Steuerungstaste. Da wird meine Sicht dadurch verwirrt. Und dann vergesse ich natürlich wieder auf die Umschalttaste vernünftig drauf zu drücken. Und dann fliege ich den Turm runter. Wow, meine Schuhe sind übrig geblieben. Klasse. Ich fühle mich so sicher. Ich bin so doof. Mann. Am besten sollte ich den nochmal runterspringen aus Bestrafung, aber ich lasse das mal. Warum bin ich eigentlich so bekloppt? Sag mir das mal. Ich wollte nur gucken, wo der Stein hin ist. Ich wollte nicht gleich hinterher. Mann. Gemeinheit. Mist hier. Alles ist doof. So, jetzt habe ich natürlich wieder Fehler gemacht. Und die Cube World ist Fallschaden ja auch so eine Sache, aber es ist witziger geregelt, weil wenn da die Spielfigur... Ach übrigens, die Spielfigur ist super niedlich und super putzig. Muss ich mal zugeben. Also müsst ihr euch mal angucken, irgendwelche Screenshots oder irgendwelche Videos. Ist super putzig, die Spielfigur. Auf jeden Fall, wenn die irgendwo runterfällt, dann hat sie erstmal ein paar Steinchen über dem Kopf. Das ist auch sehr witzig. Tja, dann habe ich natürlich... Achso, eigentlich müsste man auch auf den Turm oben rauf können irgendwie. Ich habe natürlich da ein Fenster reingemacht, aber an dieser Seite habe ich kein Fenster. Das heißt, dann mache ich das mal hier rein und dann mache ich das mal wieder weg. Nee, geh rein. So, jetzt habe ich natürlich nur noch zwei Leitern übrig. Die werden nicht reichen, das ist ein bisschen doof. Das ist keine Leiter. So. Wenn ich das so hier mache, kann man da dran springen. Nee, ist er. Nee, egal, ich brauche noch ein paar Leitern. Die mache ich gerade mal. Ein paar Stöcke habe ich ja noch, gehe da runter. So. Ein paar Leitern noch. Oh. Reicht das? Nein. Mir fehlt genau ein Stock. Was ist denn das für ein Knall? Kann ich da in den Knochen reinsetzen? Guck mal, geht doch auch. Sieht doch fast genauso aus. Merk. Egal. So, man muss sich nur zu helfen wissen. Denn wir werden jetzt einfach mal diesen Erdklotz hier nehmen. Und behaupten, es sei ein Leiterersatz. So, du bist ein Leiterersatz. Guck mal, da kann man nicht hier drauf. Decke hat sich ganz schön gestaltet und da kann man nicht hier hochspringen, ist dann auch oben. Ja, das ist jetzt noch etwas unschön, ich gebe es ja zu. So, jetzt muss ich hier aber noch aus Gründen von Stylismus und Notwendigkeit. Ah. Na, hier ist die Halle der Gerechtigkeit, genau. Na gut, eigentlich ist nicht die Halle der Gerechtigkeit, das ist der Soundtrack zu Arebes de Tömerande. Boah, Neverwinter kann auch so ewig dauern, aber es ist auch so ein cooles Spiel eigentlich und so stimmungsvoll. Ich mag sowas. Ich habe keine Treppen mehr, ich mag sowas nicht. Jetzt muss ich wieder runterwetzen. Merk.
So, jo, jo, na komm, geh runter, du Knall. Hier oben kann eigentlich alles voller Betten. Dann, keine Ahnung. Hier kann so der Gefängniswärter hin. Und der Kommandant, kann da oben eigentlich den Turm bewohnen. Das kann er eigentlich machen. Ich will zur Werkbank. So, ich mach mal hier aus den... Mal gucken, ich mache hier einfach nur mal ein paar Treppen raus. Ich meine, ich brauche Treppen, ich brauche wieder Cobblestone und so weiter, aber... Was soll's, ich mache einfach nur ein paar Treppen draus. So. Ja, das soll mir erstmal genügen an Treppen. Komm her. So, dann werden wir mal da oben die Turmkrone weiter basteln. Also eigentlich haben wir schon einige Gebäude hier am Start. Hoppala, wo ich denn hin? So, da hoch wieder irgendwie. So, so, so. So, Shift. Ja. Ich meine, eigentlich würde ich gerne mal wieder irgendeinen Shooter spielen. Na gut, eigentlich. Also eigentlich wollte ich ja Harry Potter 1 spielen. Dieses, weiß ich, irgendein so putziges Harry Potter Spiel, was ich hier rumflattern habe und mich ein bisschen drüber lustig machen. Aber, puh, es gibt so viele Sachen, die man gerne machen müsste und könnte und wollte. Naja, mal gucken. Wie sich das hier so gestaltet. Das ist, Risen. Genau. Auch ein sehr schönes Spiel. Würde ich auch gerne mal wieder spielen. Ah. Hey, und die haben genau gereicht. Und die Sonne geht schon wieder unter. Hier kann da noch irgendwie eine Klapptür rein. Die kann ich dann hier in den Slab setzen. Dann mache ich das genauso wie bei dem Turm da oben. Habe ich da eigentlich eine Klapptür? Ich weiß es nicht. Ich war lange nicht mehr oben auf dem Turm. Da liegt bestimmt ganz viel Staub rum. So, dann brauche ich hier noch Türen. Ja, und das hier wird dann der Kommandantenturm. Ja, ich bezeichne es mal als... Puh, ich habe sogar mehrere Gründe, warum ich das als Hafenkommandantur hier in den Turm bezeichnen könnte. Weil A gibt es in Asterix und, warte mal, Asterix erobert Rom, glaube ich. Gab es eine Hafenkommandantur im Haus, das Verrückte macht, deshalb musste ich hier rein. Eigentlich könnte ich die Tür auch hier reinsetzen, ne? Kann ich ja machen, wie ich lustig bin. Ja, ich bin ja gerade am Game of Thrones lesen, also quasi das Lied von Eis und Feuer, ne? Bla bla bla. Und da gab es ja auch den Kommandanten der Mauer. Und Kommandant ist eigentlich ein ganz cooler Begriff, deswegen nenne ich das mal so. So, ich wollte oben den Turm halt weiterbauen. So. Boah. Gibt's... Also, was ich auch noch... Oh. Das Doofe ist, man hat eigentlich, wenn man so mal überlegt... ganz viele Sachen, mit denen man seine Zeit verschwenden könnte. Boah. Mir ist nämlich gerade Siedenteils eingefallen, also richtig Siedenteils, das hat mir quasi alles verbrannt. Es gibt ja neuerdings zu Skyrim, soweit ich weiß, ein Editor. Ah, ich muss den Skyrim-Editor ausprobieren. Ich fand ja schon den Dingens, das Elder Scrolls Construction Z zu Morrowind ganz cool. War eigentlich mein liebster Spiele-Editor. Na gut, so viel habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber den fand ich schon ziemlich cool. Boah, aber zu Skyrim in Editor. Ich meine, das war dann bestimmt noch komplizierter als der Editor zuvor laut. Boah, aber was man da alles machen könnte. Speiche. Ah, Mann. Man müsste einfach mal irgendwie die Zeit einhalten können, einfach mal irgendwas zocken, ganze Zeit zocken. Und machen und tun. Oh, in Skyrim in Editor irgendwas rummachen. Da fällt mir ein, falls irgendjemand so frei ist und den Livestream von lieben Herrn Kronk und Sacharzar verfolgt, da haben die erwähnt, dass es mal einen Herren gab, also, oder immer noch gibt, keine Ahnung, der ja, wie war denn das, der hat, ich glaube, doch, es war zu Skyrim, hat er auch quasi eine Mod gemacht. Also das heißt ein Mod, das war eher ein Add-on, das ungefähr die Größe von einem Drittel der Skyrim-Welt hat. Und das ist schon beeindruckend. Von wie viel Zeit und wie viel Aufwand man da reinpackt. Ich meine, das erlebe ich, ich habe ja, wie gesagt, mit dem Construction Set ein bisschen rumgemacht. Da muss ich mal sagen, das war echt ein richtig abgefahrener Aufwand manchmal.
Ach, die Werkbank habe ich versetzt, ne? Das war echt ein ziemlicher Aufwand, manchmal da irgendwelche Details auch reinzubringen. Ich meine, erstmal die ganzen groben Gebäudeteile hinzuordnen, wie man sie gerne haben möchte. Aber dann noch irgendwelche Details reinzubringen und so weiter, das, boah. War echt eine ziemlich, coole Sache. Und auch ziemlich aufwendig. Ich weiß nicht, habe ich da irgendein Addon mal fertiggestellt, was ich gebaut habe? Ich glaube nicht. Ich habe da einiges mal angefangen, aber dann auch mit den beiden Addons hier mit Blood Moon habe ich da oben was gebaut mit den Teilen. Aber so wirklich fertig geworden bin ich nie mit irgendwas. Weil es ist ja auch hier in Minecraft so, man wird nie mit irgendwas fertig. Weil anderen kommen, also mir zumindest, irgendwelche neuen Ideen reingeschoben, die ich gerne machen möchte. Kohle habe ich auch, dann brauche ich mir kurz mal ein paar Fackeln. Und dann gehe ich wieder in mein Loch da hinten und klopfe ein bisschen weiter Cobblestone. Ja, man hat immer so viele neue Ideen, die man gerne alle machen möchte und so weiter und so fort. Also wie gesagt, deswegen... Ich glaube, da war ein Creeper, ich gehe mal lieber weg. Deswegen, sagen wir so, ist es leider eine Notwendigkeit, dass ich in Minecraft in Creative Mode gehe, weil sonst... quillt mir mein armseliges Hirn noch über vor irgendwelchen Ideen, die ich dann umsetzen möchte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ach ja... Was mich gerade mal fragt, falls irgendjemand dieses Video sieht und Ahnung von YouTube hat, bringt das irgendwas, wenn man bei Tags was reinschreibt? Also wenn man so ein Video hochlädt, dann kriegt man ja so Tags angeboten, also solche Schlagwörter quasi für das Video. Bringt das irgendwas, wenn man da irgendwas reinschreibt? Ich meine, ich habe mich davor immer gedrückt, weil ich dachte, wenn man die Titelsituation von dem ganzen Video hat, dann reicht das ja als Beschreibung, aber ich weiß gerade nicht, ob man da... vielleicht noch was reinschreiben könnte, damit da vielleicht ein bisschen mehr Resonanz wiederkommt. Also falls irgendjemand mal Ahnung hat und das hier gerade hört und sich ansieht, genau, der könnte vielleicht mal dazu kleine Bemerkungen machen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Normalerweise sagt der Titel eigentlich alles Let's Play und Minecraft, pum. Wenn man danach sucht, dann wird man das schon irgendwie finden. Ich meine, das wird man jetzt nicht finden, man wird ganz viele andere Sachen finden, aber an sich... sollte das doch genügen, um irgendwelche wissbegierigen Leute hierher zu locken. Egal. Also falls ihr irgendeine Ahnung habt, ob das irgendwas bringt, da was reinzuschreiben, dann sagt bitte Bescheid. Wäre ja mal interessante Information. Ich könnte mir natürlich auch irgendwie bei YouTube irgendeine Hilfe durchlesen und irgendwelche Tutorials angucken, aber nö. Ich kann ja einfach mal irgendwelche anderen Leute fragen. Geht ja auch. Kommunikation soll neuerdings, also ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen, man kann neuerdings, also ist gar nicht so lange her, seit man das kann, auch von Mensch, also jetzt, also von persönlich, wie man sie halt bezeichnet, zu Mensch reden. Also Kommunikation unter Leuten, das sollte doch durchaus möglich sein. Fand ich auch so schön. Wie sage ich das jetzt? Ich gehöre leider zu den Leuten? Nee. Ich bin einer derer, genau, ich sag das mal so, die sich bei Gronkh den Toilettensimulator angesehen haben. Ich meine, ich habe mir auch den Staubsauger-Roboter-Simulator angeguckt, ich weiß auch nicht warum. Aber im Toilettensimulator gab es da so ein tollen Kommentar, wo halt drinne stand, also die Frage, gucke ich Gronkh jetzt beim Scheißen zu? Und der liebe Herr Gronkh hat natürlich in seiner großen Weisheit darunter einen Kommentar als Antwort geschrieben, wo drinnen steht, Social Media in a Nutshell. Das heißt, soziale Medien auf den Punkt gebracht ungefähr, also soziale Netzwerke auf den Punkt gebracht. Das Witzige ist, er hat damit gar nicht so Unrecht. Ich meine, diese ganzen Leute, die jetzt bei Facebook irgendeinen Krimskrams posten, das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber die reden auch nur darüber, wie sie aufs Klo gehen. Ich meine, es gibt natürlich irgendwelche Leute, deren Leben wirklich interessant ist, aber... ich weiß nicht, ich schätze mal, wie gesagt, ich habe da keine Erfahrungen dabei, aber ich schätze einfach mal, dass die meisten Leute, die, sagen wir mal so, ihre Ergüsse da bei Facebook reinschreiben, keinen anderen interessieren. Ich meine, Facebook-Freunde sind ja auch irgendwie weit, weit entfernt von richtigen Freunden. Also das ist, naja, immer so eine Kontroverse, die man in der neuen multimedialen Gesellschaft hat.
Was sind eigentlich richtige Freunde und wen interessiert mein Leben? Ja, egal. Gut, wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder bei Bienekraft. Denn für diesen Moment sage ich erstmal Tschüss.